sind wieder am Start. Wir sind wieder am Start, Leute. AZ hat gerade mit Duratadora, ich glaube, sie heißt so, ihr Name ist so schwer, aber ich glaube ja, auf jeden Fall mit ihr zusammen den Track Lass Los hochgeladen. Die letzte Reaktion von uns ist sehr lange her, Leute. So viele haben gesagt, warum macht ihr das nicht mehr? Wir hatten immer Probleme mit YouTube und der GEMA, aber wir hoffen, wir konnten es so weit klären, dass wir jetzt wieder Reaktionen machen können. Und ich würde sagen, reden nicht lange um den heißen Brei und legen los. So, ihr Lieben, wir legen los. Ich bin mega gespannt. Ich persönlich habe von AZ schon lange nichts mehr gehört, deswegen freue ich mich umso mehr. Obwohl er richtig geile Mucke macht. Unterwegs, aber ohne dich, ja ohne dich. Bring die Rosen mit, nachdem ich mit Drogen tick in der Wohnung drin. Alles dreht sich um Umsatz. Ich bin nachts unterwegs in der Gegend für uns, Schatz. Nur bei dir komm ich runter. Nein, ich komm hier nicht raus, doch du glaubst an ein Wunder. Immer ist mein Handy besetzt, 24-7, ja ich häng mit der Gang. Doch du machst dir keinen Kopf, denn du kennst mich perfekt. Booker Packs unterm Bett, sitzt im Mercedes-Benz. Oh bitte. Bis jetzt heftig. Ne? Geiler Track, es ist echt lebendig. Der Beat cool. Macht richtig gute Laune. Ich freue mich übertrieben auf den Part jetzt gleich von Durata, weil für mich ist sie so die albanische Jessie J, was die Kraft in ihrer Stimme angeht. Ich mag ihre Stimme sehr und deswegen bin ich sehr auf ihren Part gespannt. Ich wusste gar nicht, dass sie Deutsch kann. Zähl dir, das ist die, die uns gefolgt ist und immer gesagt hat, ich feiere euch voll und so. Mm-mm. Ganz früher. Krass. Ja. Die uns auf ihr Konzert eingeladen hatte. Ach so. Leute, auf jeden Fall freue ich mich jetzt auf ihren Track. Und weiter geht's. Sag nichts, bleib mir auf Distanz. Frag mich, wie lange du das mitmachst. Mach mein Ding, niemand kann mich dran hindern. Ich bin, wie ich bin, deshalb besser lass los. Du willst fliegen um die Welt, doch du weißt, ich bin viel zu kriminell. Baby, besser lass los. Ich hab Stress und muss weg. Du bist blind, doch du hältst an mir fest. Baby, besser lass los. Lass uns fliegen um die Welt und mit dir hol ich raus. Nein, ich lasse nicht los. Es ist alles perfekt, ja, ich weiß, du hast Stress und willst weg. Doch ich lasse nicht los. Alfred, was denkst du, wer ich bin? Ich hab alles gesehen. Wer du bist, ja, und dass du tickst, ist alles kein Problem. Wir machen 10 in einem Monat, mit deinem Handy Motorola. Fahren im Sommer nach Kosova, nur du und ich im Escoupé. Wir beide für immer, ich will weg, aber wenn ich bei dir bin, fühle ich mich sicher. Krass, Leute. Merkst du jetzt, was ich meinte mit Jessie J? Ja, Mann. Ich finde, Jessie J hat so eine ganz eigene Art zu singen. Dieses Starke in der Stimme. Oh, viele haben das ja, dass sie versuchen, eine starke Stimme zu haben. Dann kommt dieses wie ein Frosch. Und das hat sie gar nicht, Mann. Sie hat so eine kräftige Stimme, eine angenehme Stimme, die nicht im Kopf wehtut. Etwas, die hat einen krassen Wiedererkennungswert einfach. Finde ich auch. Es ist wirklich eine richtig krass starke Stimme. Ja. Und AZ muss ich auch wieder mal loben. Es ist, wie man ihn kennt, ein super Typ, kann super rappen, yeah. Hat einen krassen Flow, muss man echt sagen. Und dieses eine Outfit, was sie da anhat, die rote Hose, die weiße Bluse, das erinnert mich voll krass an dieses eine Bild, wo Beyoncé zu Halloween als Lil' Kim verkleidet ist. Da hat sie das selber an mit Chanel-Hosenträgern und ich feiere das Outfit. Oh, ich trag den Schmuck, Kopf alles selber, denn ich komm aus der Hood. Voltan Super Plus, mein Wagen rum rum. Kopf alles selber, denn ich komm aus der Hood. Du willst fliegen um die Welt, doch du weißt, ich bin viel zu kriminell. Baby, besser lass los. Ich hab Stress und muss weg. Du bist blind, doch du hältst an mir fest. Baby, besser lass los. Lass uns fliegen um die Welt, bin mit dir und ich raus aus dem Dreck. Nein, ich lasse nicht los. Es ist alles perfekt, ja, ich weiß, du hast Stress und willst weg. Doch ich lasse nicht los. Wir machen 10 in einem Monat. Mit deinem Handy Motorola, fahren im Sommer nach Kosova, nur du und ich im Escoupé. Wir machen 10 in einem Monat, mit meinem Handy Motorola, fahren im Sommer nach Kosova, nur du und ich im Escoupé.
ohne Scheiß, geiler Track. Und es passt genau zu Frühling, weil Frühling kommt ich gerade. Ich hätte es lieber im Sommer gehabt. Meinst du? Ja, mit einem schönen E-Cabrio durch die Straßen, ganz warm. Das hätte ich gerne für den Track gehabt. Aber es ist geil, richtig lebendig und beide ja. Harmonieren gut. Harmonieren extrem krass. Zusammen, die Stimmen. Manchmal hat man das, dass man Tracks hat und man denkt sich, oh, passt gar nicht diese zusammen. Zwei Stimmen genau. Hätten nicht sein müssen. Harmoniert extrem, beide sehr sympathische Menschen. Und ja, Leute, die Albaner zerstören den Deutschrap, würde ich mal sagen. Wollen wir ihn wieder fliegen lassen? Auf jeden Fall mega cool. Wie fandet ihr den Track, Leute? Fandet ihr ihn gut oder sagt ihr, nee, fandet ihr ihn gut? Fandet ihr ihn gut? Geiler. Oder sagt ihr, nee, ich fand, er hat schon coolere Tracks gehabt. Manche sagen ja auch immer, wisst ihr, was ich an AZ cool finde? Zum Beispiel, wir feiern Majo extrem. Aber ich habe oft bei ihm gesehen in letzter Zeit, dass viele drunter schreiben, wo ist unser Gangster-Rapper? Es geht nur noch um Beziehungsthemen und so eine Sachen, so Liebessachen. AZ kann diese Liebessachen kombinieren mit Gangster-Rap. Richtig, ganz genau. Das finde ich krass. Ganz genau. So, wo man bei anderen sagt, boah, Schnulze. Trotzdem kriegt er noch seinen Ticken rein mit Koks und weiß ich nicht was. So, weißt du, was es ich meine? Es ist so wie Schleichwerbung, Leute. Ja. Er packt es einfach heimlich mit rein. In seinen Liebestrack packt er Gangster-Rap mit rein. Geil. Das finde ich auch mega cool. Das muss man erstmal weil können. So sagen die Männer dann nicht, oh nee, der Track ist nichts für mich. So hören sie ihn trotzdem. Und die Frauen sagen auch, okay, ist nicht zu hart, den kann ich auch hören. Es muss ja nicht immer nur um Drogen, Bordelle und sonst was ja. gehen, Leute. Wisst auf jeden Fall mega cooler Track. Und schreibt in die Kommentare, wie ihr ihn fandet. Wir hoffen, dass wir endlich wieder mehr Reaktionen machen können. Wir werden sehen, wie YouTube auf dieses Video jetzt reagiert. Wir wünschen euch einen wunderschönen Abend, haben euch ganz doll lieb und sagen Baba. Leute, und wenn neue Tracks kommen, benachrichtigt uns. Baba.